droht dem Superstar P. Diddy lebenslange Haft. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, was ist eigentlich los? Ich habe das Gefühl, mit der Zeit kommt immer raus, dass die ganzen krassen Legenden, Musiklegenden, R. Kelly, ja, jetzt P. Diddy, irgendwie strafrechtlich in Amerika belangt werden. Was ist hier passiert? P. Diddy hat eine Anklageschrift, die sich wirklich, wirklich gewaschen hat. Ja, wir gehen gleich mal auf die einzelnen Anklagepunkte ein. Er ist ja mittlerweile auch in Haft. Die Kaution wurde abgelehnt, was ja auch extrem selten ist. Und wenn man sich die Höhe dieser Kaution mal überlegt, dann ist das schier unglaublich, was für ein Vermögen der Mann hat. Aber jetzt steht er nun mal vor Gericht. P. Diddys Hauptanklagepunkte lauten Erpressung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja, das sind Straftatbestände, die sind auch in Deutschland natürlich unter Strafe gestellt. Unter den weiteren Vorwürfen steht noch der Menschenhandel, die Zwangsarbeit, Entführung, Raub und Behinderung der Justiz. Vielleicht fangen wir mal kurz von hinten an, ja, um das mal euch mal ein bisschen zu durchleuchten. Behinderung der Justiz, sowas gibt es streng genommen im deutschen Strafgesetzbuch nicht. Da gibt es so einen Paragraphen nicht. Aber in Deutschland nennt man das dann Strafvereitelung. Ja, auch eine sehr, sehr wichtige Vorschrift. Immer dann, wenn man wissentlich, willentlich dafür sorgt oder verhindert, dass jemand angeklagt oder wegen einer Straftat verfolgt wird, eher das, dann ist man im Bereich der Strafvereitelung mittendrin. Als bestes Beispiel, wenn man Beweise vernichtet oder wenn man dabei hilft, dass jemand untertauchen kann oder wenn man wirklich aktiv hilft, ja, wenn er gesucht wird, auch die Vollstreckung bei der Strafvereitelung ist natürlich unter Strafe gestellt. Raub, gar keine Frage. Ja, und da ist mir nochmal ganz wichtig, eine Sache herauszustellen. Der Raub unterscheidet sich zum Diebstahl dahingehend, dass man beim Raub etwas mit Gewalt wegnimmt. Und beim Dieb oder mittels Gewalt, ja, oder Drogen mit Gewalt, wie auch immer. Und beim Diebstahl hat mehr oder weniger einfach nur was wegnehmen, ohne körperlich einzuwirken. Deswegen ist die Freiheitsstrafe bei einem Raub in Deutschland ja auch bei nicht unter einem Jahr. Ja, das wird so ein bisschen begründet mit der Zweckmittelrelation. Ja, das heißt, ich drohe oder ich nehme körperliche Gewalt vor, nur um in den Besitz oder das Eigentum eines materiellen Gutes zu kommen. Da sagt der Rechtsgesetzgeber völlig zu Recht, ja, da müssen wir hier damit arbeiten, dass man eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr verhängt. Finde ich auch richtig, also ist damit ein Verbrechenstatbestand. Entführung, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme, das sind gerade so in Deutschland die gängigen Vorschriften in so einem Fall, was man unter Entführung versteht. Freiheitsberaubung ist da auch nochmal vergleichbar. Menschenhandel, diese Vorschrift, das weiß ich, weil die echt selten und auch echt eklig ist, haben wir bei uns in den Videos noch nie einmal besprochen. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal den Menschenhandel nach § 232 StGB an. Mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter 21 Jahren anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wenn diese Person ausgebeutet werden soll. Und da ist dann, ne, Absatz 1 Nummer 1a, bei der Ausübung der Prostitution, bei der Vornahme sexueller Handlung oder vor dem Täter oder einer dritten Person oder Duldung sexueller Handlung an sich selbst durch den Täter oder eine dritte Person. So, also das heißt, Ausübung bei der Bettelei übrigens auch dabei. Also gerade, ja, diese Förderung der Prostitution ist da unter Strafe gestellt. Und ich möchte euch da mal nochmal ein Beispiel zu bilden. Ich möchte das, meine das jetzt nicht polemisch oder zu reißerisch, aber dieser Straftatbestand, was mit zu den schrecklichsten Straftaten gehört, finde ich zumindest, hat eine Strafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. 6 Monate bis zu 5 Jahren. Und jetzt schauen wir uns mal zum Vergleich, damit man mal versteht, wie teilweise der deutsche Gesetzgeber denkt. In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe eine andere Vorschrift jetzt. 6 Monate bis zu 10 Jahren, wenn, oder ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn man Steuern im großen Ausmaß verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt oder unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Steuerhinterziehung zusammengekürzt hat, Steuervorteile erlangt. Also Leute, die Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall wird höher bestraft, 10 Jahre Höchststrafe, ja, als wenn ich hingehe und dafür sorge, dass hier eine unter 21-jährige Person wegen Prostitution gezwungen wird. Wahnsinn! Das macht mich auch als Verteidiger wirklich rasend teilweise. Aber ein Lichtblick, zumindest wenn man mal ein bisschen weiter guckt.
Lichtblick ist übertrieben, aber in Amerika sieht es völlig anders aus, denn hier im Falle des, der Verurteilung drohen, das habe ich mir hier mal angeguckt in den Berichterstattungen, drohen P. Diddy mindestens 15 Jahre. Krass. In Deutschland ist 15 Jahre die vorgesehene Höchststrafe bei den Delikten, ja, außer beim Mord, da gibt es halt lebenslang. In Amerika ist das ja ein bisschen anders. Und jetzt gucken wir uns mal an, was alles passiert ist, dass P. Diddy jetzt in den Knast gekommen ist. Es sind das waren ja diese ganzen Organisationen, wo man sagt, er hat die Leute erpresst, er hat Sexpartys gefeiert, er hat die Frauen dort unterdrückt, erpresst, hat Gewaltvideos gezeigt, hat sein Waffenarsenal gezeigt, um dann letzten Endes, vor allen Dingen geht es ja da um die Sexualität, an sein Ziel zu kommen. Die Tagesschau hat dazu Folgendes berichtet. Die Anklageschrift umfasst 20 Seiten. Ist jetzt nicht so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Sie beschreibt ihn als Kopf einer hochkriminellen Organisation. Er soll Frauen bei zahlreichen Gelegenheiten geschlagen, gezerrt, mit Gegenständen beworfen und getreten haben. Seine persönlichen Assistenten, seine Security-Leute sowie sein Hauspersonal soll er gezwungen haben, ihn zu decken. Ja? Die Anklagebehörde erklärt, die Beweislast sei erdrückend. Überwiegend geht es darum, so hat der Staatsanwalt erklärt, dass es darum ging, die Frauen unter Erpressung oder durch Erpressung, Gewalt, wie auch immer, Nötigung, Drohung, zu Sexorgien mit männlichen, teilweise Prostituierten zu zwingen. Ja, also das ist natürlich schon mal ein starkes Brett, was ihm da vorgeworfen wird. Und als Beweismittel in dem Fall haben wir halt Dokumente, Rechnungen, Videos, Handydaten, die sichergestellt worden sind und halt auch Zeugen, ne, die natürlich da aussagen. Also wirklich Wahnsinn, und jetzt befindet sich P. Diddy in Haft. Ja? In Amerika ist das mit der Untersuchungshaft ja etwas anders ausgestaltet als in Deutschland. Da gibt es ja, ich nenne es einfach mal das Kautionssystem. Ja? Also in Amerika kann ja grundsätzlich jeder nach einer Tat auf freien Fuß kommen. Die Frage ist halt nur, kann er die Kaution hinterlegen? Und jetzt haltet euch fest, P. Diddy hat tatsächlich, beziehungsweise sein Anwalt hat angeboten, 50 Millionen Euro. 50 Millionen Euro Kaution zu hinterlegen. Und das hat tatsächlich die Staatsanwaltschaft abgelehnt. Völlig krass. Also, dass sie es abgelehnt haben und dass man so viel Geld hat. Also, Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass die Staatsanwaltschaft abgelehnt hat. Ja, die wollten es auch nicht, natürlich. Aber letzten Endes hat ja die Richterin das Wort, und die hat gesagt, dass er schon in der Vergangenheit versucht hat, Zeuginnen zu beeinflussen und auf die einzuwirken. Das ist natürlich auch so ein Grund, Verdunklungsgefahr. Ja, das wisst ihr alle. Würde das in Deutschland heißen, und deswegen hat man gesagt, nein, er muss im Gefängnis bleiben. In welchem Gefängnis ist er denn? Ja, er ist im MDC-Gefängnis in Brooklyn. Das wohl, so berichten Experten, die damit ein bisschen mehr zu tun haben, in dem amerikanischen Strafprozess, als gefährlichstes Gefängnisgeld. Ja, was steht hier? Verfaultes Essen, Rattenmorde. In diesem Höllenknast sitzt P. Diddy. Er ist dort, so nach Medienberichten, ist er in Isolationshaft dort. Und ist das wirklich so gefährlich für den Rap-Superstar P. Diddy in diesem Gefängnis? Natürlich ohne Frage. Warum ist das so? Ich meine, natürlich brüstet er sich auch mit seiner kriminellen Vergangenheit. Und sicherlich gibt es da Leute, die ihn dafür auch respektieren, aber im Gefängnis ist es ja auch so, dass die Leute ja wissen, wenn jemand Geld hat, und dann kann es zumindest hier in Deutschland auch gang und gäbe zu Erpressungen kommen. Ja, man wird einmal geschlagen und sagt, pass mal auf, deine Familie muss jetzt draußen an irgendeine andere Person Geld überweisen, Geld zahlen, sonst wirst du nächste Woche wieder geschlagen. Ja, das ist in Deutschland relativ häufig so, wie mir zugetragen wurde, und dort mit diesen krassen Strukturen da im Gefängnis sicherlich noch mal ein bisschen mehr, denn die Gefängnisse in Amerika sind halt nun mal etwas anders als in Deutschland. Er ist dort in Isolationshaft, was sicherlich auch richtig ist, denn wenn ihm was passiert und vielleicht aus diesem Grund es droht, der Prozess zu platzen, ist sicherlich auch nicht im Sinne der Staatsanwaltschaft. Ich kann dazu ja mal einen Unterschied kurz zum deutschen Kautionssystem erklären. Also die Kaution hier ist viel, viel seltener als in Amerika. Ja, in Deutschland läuft das halt so ab, dass das Gericht den Beschluss macht, dass der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wird, und als Auflage dort steht halt die Hinterlegung der Kaution drin. Nehmen wir mal an 20.000 Euro. Dann muss man mit den 20.000 Euro zur Hinterlegungsstelle, dann wird ein Hinterlegungsverfahren eröffnet, das ist also Hinterlegung dieses Geldes, und dann zu diesem Aktenzeichen bei der Hinterlegung zahlt man dann das Geld ein, ja, dann wird die Einzahlung bestätigt, mit diesem Wisch geht man wiederum zum Gericht und dann wird die Freilassung angeordnet. Die Kaution, da muss man als Rechtsanwalt aufpassen, das lernt man immer wieder eigentlich auch in der Fachanwaltslehre, und an alle Junganwälte bitte aufpassen, weil wir als Anwälte können natürlich auch die Kaution in unserem Namen einzahlen. Das heißt, wenn wir dann der Hinterleger sind,
haben wir auch einen Anspruch auf Auszahlung der Kaution. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, das macht der Angeklagte, ja, dann sitzt er da, in einem Prozess, wird verurteilt letzten Endes. Und dann entstehen dann mit Sachverständigen Beweisaufnahme, Gerichtskosten, allem drum und dran, plötzlich Gerichtskosten von, 25.000 Euro. Dann werden die 20.000 Euro natürlich einbehalten. Oder wenn der aus anderen Fällen von früher oder wo auch immer noch irgendwo Schulden beim Staat bei der Justiz hat, dann wird das Geld auch weggenommen, aufgerechnet, verrechnet. Ja, das passiert in Deutschland, das finde ich ehrlicherweise ein komplettes Unding, passiert in Deutschland auch mit der Strafrechtsentschädigung. Da hatte ein Mandanten, der wurde in einem ganz großen Drogenverfahren, freigesprochen, weil wir den 31er-Zeugen unglaubwürdig machen konnten. Und dann war aber, ich glaube, 6 oder 7 Monate in Haft, ich weiß nicht genau, da haben wir die Entschädigung geltend gemacht. Und letzten Endes aber haben wir die nicht bekommen, weil man gesagt hat, er hatte noch Schulden aus seinem vorherigen Verfahren, wo halt schuldig gesprochen ist, Gerichtskosten beim Staat. Ich finde, das dürfte man ehrlicherweise nicht aufrechnen, weil diese Entschädigung, die steht dem ja unabhängig von allem zu. Ja, also er hat ja nun mal Untersuchungshaft erlitten, was halt wirklich hart ist. Könnt ihr mal gerne was zu sagen? Meint ihr, die Entschädigung soll angerechnet werden oder auch nicht? Stellt euch mal vor, bei Pididi 50 Millionen, da kann ja, keine Ahnung, können sich die Richter ja 10 Häuser von kaufen. Übertragen sind. Also, so viel zu dem Prozess. Prozessauftrag war ja noch nicht, aber da ist natürlich eine Sache, da werde ich euch sowas von auf dem Laufen halten, weil jeder kennt diese Lieder noch von Pididi und es ist Wahnsinn, wenn man sich das bei R. Kelly mal vorstellt. Man hat diese Legenden ja gefeiert, geliebt, man hat auf die Lieder getanzt und im Hintergrund lief so ein krasses kriminelles Imperium, wenn es denn so ist, er ist noch nicht rechtskräftig verurteilt. Also das ist schon ein starkes Stück, glaube ich, für uns alle. Ich bedanke mich wie immer bei allen fürs Zuschauen und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Video.